Normalerweise sage ich bei diesen Urzeittieren immer, dass sie vor ungefähr 100 Millionen Jahren lebten und dann mit den Dinosauriern vor 65 Millionen Jahren ausstarben. Jedoch ist es jetzt ein ganz komischer Fall. Dieses Tier lebte vor ungefähr 409 Millionen Jahren und starb nicht aus, es lebt immer noch. Und zwar ist es der Quastenflosser. Ich glaube, ihr konntet es schon erraten. Das ist wirklich der Quastenflosser, dieser eine Fisch aus dem Ark-Spiel. Das kennen wir doch alle. Und es gibt etwa 70 Arten von Quastenflossern, die sind in 28 Gattungen bekannt. Die Namensgebung, der Name Quastenflosser stammt von der veralteten wissenschaftlichen Bezeichnung Crossopterygii. Crossus etwas Vorrangendes und Quaste und bezieht sich auf die Pinsel- bzw. quastenförmige Ausbildung der sechs Ruderflossen, die man eigentlich ganz gut sehen kann. Der Körperbau dieses Tieres, ein gemeinsames Merkmal der Quastenflosser und Lungenfische ist das teilweise verknöcherte und mit Muskulatur versehene Skelett der Brust- und Bauchflossen. Sie werden deshalb zur Klasse der Fleisch- oder Muskelflosser zusammengefasst. Ähnlich gebaut sind aber auch die zweite Rücken- und die Afterflosse, die dem Fisch ein präzises örtliches Manövrieren ermöglichen. Kommen wir mal zu diesem einen Fall. Ungefähr 1970 war das. Da hat ein Fischer diesen Quastenflosser gefischt und er wusste eigentlich damals selber nicht, was das eigentlich sein sollte, also einen neuen Fisch, aber das war halt kein normaler Fisch. Das war ein Fisch, der vor ungefähr 65 Millionen Jahren ausgestorben sein sollte. Jedoch war das nicht der Fall und der Quastenflosser lebt heutzutage noch. Wo, also soweit ich weiß, ist der Quastenflosser ziemlich bedroht. Er ist ziemlich selten und er lebt in einer Höhe, also in Höhe sage ich schon, ey. Sag schon Höhe, in einer Tiefe von 150 bis 400 Metern. Man muss schon ziemlich Glück haben, einen zu sehen. Jedoch ist das nicht unmöglich und der Quastenflosser lebt jetzt auch noch seit 409 Millionen Jahren. Hat sich dieses Tier so gut wie gar nicht verändert. Auf jeden Fall ziemlich interessant. 400 Millionen Jahre. Keine Veränderung, das fasziniert mich wirklich. Es gibt noch andere Tiere, die sowas gekonnt haben. Auf jeden Fall ist es einer dieser Tiere ziemlich cool. Wie gesagt, das war's aber auch von mir. Hoffentlich habt ihr was gelernt. Ich habe was gelernt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.